Was war das? Irgendjemand hat mich gehauen. Und nun bin ich tot. Der rennt auf mich los und schlägt mich nieder. Ich weiß nicht warum. Oh, mir nach! Du Scheißkerl! Ich bring ihn um! Los! Lasst sie euch! Mit dem Geist steht, ist totaler Blödsinn. Komm mir nach! Du Scheißkerl! Kann ich aber gar nicht. Bring ihn um! Los! Schnappt sie euch! Ich bin auch nur sehr langsam. Wenn es in dieser Welt noch einen Gott gibt, war er an diesem Tag bei mir. Ich wurde von Kahns Freund gerettet, André dem Schmied. Und er wurde mein Ticket raus aus der Station der Kommunisten. Der einzige Weg führt aber über ein gottverdammtes Schlachtfeld. Die Front zwischen den Faschisten und den Rotten. Du brauchst eine Verkleidung. Nimm diese Overalls und ziehe sie über deine Sachen. Die Roten suchen Freiwillige, um die Befestigungen der Faschisten zu stürmen. Sie wollen gerade einen Zug voll mit neuen Rekruten direkt ins Gefecht schicken. Aber du wirst unangekündigt mitfahren. Nicht gerade erster Klasse, aber du musst auch nicht mit deinem Blut bezahlen. Sobald der Zug an der Streckensperre vorbei ist, bist du auf dich selbst gestellt. Was gibt's hier Nettes? Was habe ich denn da? Das ist die, ich glaube AK. Nee, das will ich gar nicht. Das D-Pad, der steuert auch manchmal nach links. Einmal nach unten. Ich habe einen Revolver, ich habe meine AK und ich habe meinen Beschleuniger. Das ist doch mein Beschleuniger, oder? Es nervt.
Tja, wenn man die Dachen jetzt nicht ausrüsten kann, um zu sehen, was man hat, ist das natürlich auch doof. Und das sieht nicht aus wie mein Beschleuniger. Wo ist mein Beschleuniger geblieben? Wäre schön, wenn man die mal ziehen könnte, dann ausprobieren. Aber... da zeigt er mir noch nicht mal, an welche Munition das Gerät benutzt. Ja, das ist Revolver, das sehe ich. Das ist ein Sturmgewehr, das sehe ich. Und was ist das? Na, nicht mal ein Beschleuniger. Noch ein Gewehr. Wo ist mein Beschleuniger geblieben? Und ist dieses Gewehr, was ich da oben habe, oder ist es doch der Beschleuniger besser als hier diese Schrotflinte? Ah, ich bleib mal bei dem, was ich habe. Darf ich mich von dem erwischen lassen, oder? Kann ich hier noch irgendwo was changen? Munition kaufen? Es heißt, jemand ist in die Station der Roten eingedrungen. Der Dienst ist alarmiert. Der Typ wird also keinen Tag dort überleben. Unsere Sicherheit ist wie ein Sieg. In der Station wimmelt es von... Medipacks, Filter, Messer! Alles, was man für die Reise durch gefährliche Gebiete braucht! Kein Grund zur Panik. Wir haben unsere Grenzen zu... Kommen Sie, schauen Sie, probieren Sie aus und kaufen Sie! Sonderangebote, Rabatte! Beste Waffen von Sonderangebote! Der beste Wechselkurs in der ganzen Metro! Beste Waffen von den Schmiedemeistern! Medipacks, Filter, Messer! Alles, was man für die Reise durch gefährliche Gebiete... Der beste Wechselkurs in der ganzen Metro! Diese Darts, habe ich schon 300, da sind eben 200, 160, da kann ich nochmal gebrauchen. Und wo ist Ihre Moon? Mein guter Deal. So, da soll ich mich draufschleichen oder was? Ist okay, Jungs. Er gehört zu uns. Na los, spring in das Loch, Atjom. Artyom, siehst du dieses Gepäckfach? Kletter hinein. Was ist das so einfach?
Also, was meint ihr, Leute? Gehen wir, ja? Sehr gemütlich. Hey, André, ist es wirklich sicher da drin? Ich möchte nicht, dass er auf die Schienen fällt. Also, das ist keine erste Klasse. Aber er ist so gut wie tot, wenn er hier bleibt. Er würde direkt zur Lubjanka wandern. Und das ist eine Einbahnstraße. Okay, aufladen! Alles okay. Jetzt liegt es an dir. Viel Glück. Sergei Sergejewitsch, ich habe hier einen Jungen, der gerne kämpfen möchte. Ein wahrer Soldat für ihre Sache. Wir suchen immer nach jungen Leuten, die unsere kommunistischen Ideale zu schätzen wissen. Nun gut, Junge, du bekommst gleich Waffe und Uniform. Und jetzt auf den Zug mit dir. Achtung! Ideale? Zivilisten ist es nicht was gestattet, wirklich Truppenzüge ohne schriftlichen Befehl des Kommissars zu besteigen. Vorwärts, versuche, einen Militärzug mit gefälschten Papieren oder durch Bestechung oder anderweitige Möglichkeiten zu besteigen, werden mit Haftstrafen wegen Verrats geahndet. Alle Mann die Plätze einnehmen! Dum di dum di dum 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 di dum 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 di dum. Achtung! Der Zug ist bereit zur Abfahrt. Alle Soldaten mit Marschbefehl sofort aufsteigen. Jeder Frontsoldat, der auf dem Bahnsteig ist, nachdem der Zug abgefahren ist, wird wegen Desertation erschossen. Warum bist du in die Armee eingetreten? Ich bin meinen politischen Ansichten gefolgt. Also, ich bin wegen der Moneten hier. Und du? Ich? Geh zur Armee, haben sie gesagt. Schau dir die Welt an, haben sie gesagt. Mein Vater war Soldat in der Roten Armee und sein Vater auch. Ist Familientradition. Dann sag mir mal, Lev, ob es auch Tradition bei euch ist, Arme und Beine auf dem Schlachtfeld zu lassen. Sie waren glücklich, diese Opfer bringen zu können. Klar. Betrunkene und Narren sind auch glücklich. Da ist eine schwarze Kapsel in meinem Munitionsbeutel. Was ist das? Ein Antibiotikum? Nein, das ist Cyanid. Für den Fall, dass der Feind dich gefangen nimmt. Was? Aber Gott verbietet Selbstmord. Ich würde direkt in die Hölle wandern. Hör zu, Altarjunge. Ein Gefangener der Faschisten wandert sowieso in die Hölle. Glaub mir, mit der Pille geht das schneller. Ich könnte mir niemals selbst das Leben nehmen. Dann gib mir deine Kapsel. Ich würde lieber zwei schlucken, anstatt in einem ihrer Lager zu verrecken. Selbst die Apokalypse hat uns nicht davon abgehalten, uns wegen Ideologien gegenseitig umzulegen. Ich bin dabei, durch die Front zwischen Faschisten und Kommunisten zu gehen. Früher haben die schon mal Krieg geführt und die Faschisten haben verloren. Und blutigen Heiligen verloren, zwinge die Feinde, du Arbeitervolk. Auf und zum blutigen Heiligen Kampf, bezwinge die Feinde, du Arbeitervolk. Genossen, Glückwunsch zur Ankunft der Front. Ich weiß, dass Sie Ihr Mutterland stolz machen werden. Die Zukunft von Lenins Metro und die Zukunft der Menschheit liegt nun in Ihren Händen. Singen Sie mit mir. Singen auf, verdammte dieser Erde, die gehen Sie zur Polis, immer noch.
Überqueren Sie die Frontlinie ins Territorium der Faschisten. Lassen Sie das Gejammere! Blut ist Geld und wir zahlen im Voraus. Ein volles Magazin für jeden. Aber von ehrbaren Soldaten erwartet man, dass sie die Immun an den Feind aufteilen. Das ist richtig, Genosse Kommissar. Die Partei lehrt, dass nur kommunistische Doktrinen den wahren Weg durch die Tunnels weisen. Nur im Namen Lenins können wir den Glanz dämpfen. Stolz machen werden. Die Zukunft von Lenins Metro und die Zukunft der Menschheit liegt nun in Ihren Händen. Singen Sie mit mir. Wacht auf, Verdammte dieser Erde, die steht. Da geht's nur zurück. Nur im Namen Lenins können wir den Glanz der Metro und der Menschheit wiederherstellen. Und unter dem roten Banner der roten Linie können die Verstoßenen, die Leidenden und die Unglücklichen sich von ihren Knien erheben und vorwärts marschieren. Marxismus ist das sprichwörtliche Licht Sie, am Ende Kommissar des Tunnels. Was die Partei zu uns lehrt. Also die Deckung taucht auch nichts, da schießen die einfach durch. An der Front. Ich weiß, dass Sie Ihr Mutterland stolz machen werden. Die Zukunft von Lenins Metro und die Zukunft der Menschheit liegt nun in Ihren Händen. Singen Sie mit mir. Nämlich halt die. Wacht auf, Verdammte dieser Erde. Ist natürlich doof, wenn ich hier. Die steht. Werden wir bezahlt oder was? Selbst Marx hätte nicht von Ideen allein überleben können. Lassen Sie das Gejammere! Nun ist Geld und wir. Kann ich auch nachmachen.
sagen, wo ich bin. Okay, dunkel, 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 dunkel. Mein Kompass hat er nicht. Jetzt weiß ich noch nicht mal, wo oben und unten ist. Aha, jetzt, da. Okay. Steht ja natürlich vorne nicht.
kann ich mir denn kriegen? Das ist mir in Deckung gelegen. Getroffen.